Sehr geehrte Damen und Herren, als Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin des Kantons Bern heiße ich Sie herzlich willkommen zum ersten Energieapero im neuen Jahr. Die Berner Energieaperos haben mittlerweile eine lange Tradition. Die meisten von Ihnen sind ja wahrscheinlich vermutlich nicht das erste Mal dabei. Die Energieaperos haben sicher auch dazu beigetragen, dass der Kanton Bern schon seit ein paar Jahren auf dem Weg zur Energiewende ist. Deshalb kann ich Ihnen heute bereits einige konkrete Schritte aufzeigen, die der Kanton Bern gemacht hat oder noch machen wird. Als wir unsere Energiestrategie 2006 beschlossen haben, hofften wir, dass unsere Strategie von anderen kopiert wird. Im Zeitalter der Social Media suchen wir nun möglichst viele Followers. Und ich glaube, das ist uns, Sie verzeihen, Herr Previdoli, ein bisschen mit der Energiestrategie des Bundes 2050 gelungen. Und ich hoffe, dass wir nun im Hinblick auf die nächsten konkreten Schritte im Kanton Bern, nämlich bei der Abstimmung zur Initiative Bern Erneuerbar weitere Followers finden werden. Bei den anderen Kantonen, das sage ich Ihnen aus Erfahrung, ist es leider nicht so einfach, Followers zu finden. Jedenfalls nicht für unsere Schnelligkeit. Die Ziele unsere Energiestrategie bis ins Jahr 2035 sind unverändert. Zur Erinnerung, der Wärmebedarf im Gebäudebereich soll um 20% reduziert werden. Bei der Wärme- und Stromerzeugung wollen wir einen Anteil von 70 bzw. 80% mit erneuerbarer Energie erreichen. Und wir wollen, haben wir schon im Jahre 2006 festgelegt, wir wollen geordnet aus der Atomenergie aussteigen. Diese Ziele werden in der Volksabstimmung vom 3. März über die Initiative und den Gegenvorschlag zu Bern erneuerbar vielleicht noch erweitert. Das Ziel wäre dann grundsätzlich 100% erneuerbare Energie für Wärme und Strom bis 2043 respektive 2050, je nach Ausgang der Variantenabstimmung. Der Regierungsrat unterstützt sowohl die Initiative wie auch den Gegenvorschlag. Beide weisen in die richtige Richtung und unterstützen unsere kantonale Energiepolitik. Die Energiestrategie und das neue Energiegesetz, welches seit 2012, also seit genau einem Jahr, in Kraft ist, befolgen dasselbe Ziel. Eine wirtschaftliche, sichere, ausreichende, umwelt- und klimaschonende Energieversorgung und Energienutzung. Und auch klimapolitisch ziehen das Energiegesetz und die Initiative respektive der Gegenvorschlag am selben Strich. Im kantonalen Energiegesetz steht schon heute, dass der gesamtkantonale Wärme- und Strombedarf möglichst mit CO2-neutralen, erneuerbaren Energien zu decken ist. Initiative und Gegenvorschlag setzen Fristen, bis wann wir dieses Ziel erreichen wollen. Diese Fristen sind ehrgeizig, aber Sie wissen, wie ich, dass ehrgeizige Ziele nötig sind, damit wir vorwärts kommen. Wenn wir uns keine Ziele setzen, bleiben wir stehen. Und das können wir uns in der Energiepolitik nicht leisten. Sie wissen aber auch, dass dies nicht von heute auf morgen mit einer großen Hauruck-Übung machbar ist, sondern nur Schritt für Schritt, wie bei einer großen Bergtour. Übrigens, der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE,
hat die Energiewende ebenfalls mit einer Bergtour verglichen. Also bleibe ich bei diesem Bild, weil es offenbar akzeptiert ist. Wie gesagt, wir brauchen ehrgeizige Ziele. Je höher der Gipfel, umso früher muss man aufbrechen. Meistens schon nachts, wenn das Endziel noch gar nicht in Sicht ist und der Morgennebel den Weg noch verschleiert. So sind wir 2006 mit der Energiestrategie zur Energiewende aufgebrochen und so macht sich jetzt auch der Bundesrat auf den Weg. Wie bereits gesagt, hoffe ich, dass wir die ganze Schweiz als Follower gewinnen. Ich mag mich noch gut erinnern, wie damals 2006 von den gleichen Kreisen, die auch die Energiewende jetzt wieder bekämpfen, gesagt wurde, unsere Energiestrategie sei Utopie, das koste viel zu viel, das könne man gar nicht erreichen. Wir sind Schritt um Schritt daran, das zu erreichen. Der Kanton Bern hat nämlich den ersten Abschnitt der Bergtour bereits hinter sich. Für die bisher gemachten Schritte gebe ich Ihnen gerne ein paar Beispiele. Unsere verschärften Gebäudevorschriften sind bereits seit 2009 auf einem Stand, der dem ursprünglichen Minergie-Standard ohne Komfortlüftung entspricht. Zusätzlich muss seit der Einführung des neuen Energiegesetzes die Warmwasseraufbereitung zumindest 50% mit erneuerbarer Energie erfolgen. Elektroheizungen sind gänzlich verboten und müssen innerhalb 20 Jahren saniert werden. Für die Gemeinden bieten wir das Berner Energieabkommen an, kurz BEACOM. Es hilft den Gemeinden bei der gezielten Förderung der nachhaltigen Entwicklung im Energiebereich. Im besten Fall werden die Gemeinden damit zur Energiestadt. Mittlerweile leben im Kanton Bern rund 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Energiestadt. Zudem haben die Gemeinden mit dem kommunalen Energierichtplan ein weiteres wichtiges Instrument erhalten. Sie können damit selber erhöhte Anforderungen an den maximalen Anteil an nicht erneuerbarer Energie für Neubauten vorschreiben oder gar einen erneuerbaren Energieträger vorgeben. Zur Unterstützung der Bauherrschaften bei der Gebäudesanierung haben wir ein für die Schweiz neuartiges Förderprogramm eingeführt. Bereits kleine Sanierungsschritte zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Gebäudes werden gefördert. Besser sind natürlich Gesamtsanierungen oder Ersatzneubauten, die entsprechend mehr Unterstützung erhalten. Neubauten werden idealerweise als Plus-Energiehäuser erstellt, welche wir zurzeit leider erst als einziger Kanton fördern. Die vielen anderen Schritte sind Ihnen sicher ebenfalls bekannt. Ich habe sie im letzten Jahr kommuniziert. Aber ich will nicht nur zurück ins Tal schauen, sondern hoch zu unserem Ziel. Da werden noch viele Hindernisse zu überwinden sein. Und wir vertrauen darauf, dass wir dabei Unterstützung von unseren Seilpartnern haben werden. Das sind die anderen fortschrittlichen Kantone, der Bundesrat und Sie alle. Wir alle müssen daran glauben, dass wir den Gipfel erreichen werden. Und wie wir die Hindernisse überwinden können, ist ja nicht ganz neu. Andere haben nämlich ähnliche Schwierigkeiten auch schon überwunden, sodass wir uns vorstellen können, wie wir es schaffen werden. Ich freue mich deshalb ganz besonders darauf, dass Frau Wecker dann das Beispiel aus Oberösterreich, ziemlich vergleichbar mit dem Kanton Bern, aufzeigen wird. Ein paar Beispiele dazu kann ich Ihnen aber auch von hier geben.
Stellen Sie sich vor, dass auf allen geeigneten Dächern statt Ziegel oder Blech nur noch Solarpaneele installiert werden, ähnlich wie dies heute bereits in einigen Dörfern Bayerns der Fall ist. Balkonbrüstungen und Fassaden werden statt mit grauem Eternit durch farbige Photovoltaikanlagen erstellt. Die Brücken und öffentlichen Parkplätze, Bus- und Bahnterminals sind mit einem großen Solarstrom-Baldachin geschützt. Allein das würde den gesamten heutigen Strombedarf fürs Wohnen abdecken, wie eine neue Studie im Kanton Appenzell gezeigt hat. Zusätzlich gibt es große Schutzbauten wie Lawinenverbauungen, Lärmschutzwände oder Stützmauern, die alle mit neuartigen polyamorphen Solarmodulen farblich der Umgebung angepasst gestaltet werden können. Natürlich könnten die Anlagen auch im Freien stehen, wo neben der landwirtschaftlichen Nutzung auch noch Energie produziert werden könnte. Aber das passt sicher nicht überall in unser bevorzugtes Landschaftsbild. Oder vielleicht ist es nur eine Frage der Gewöhnung, so wie andere große Bauwerke, die in der Landschaft stehen. So stehen heute in der ganzen Schweiz große Hochspannungsmasten und Mobilfunkantennen. In den Bergen gehören die Bahninfrastrukturen mit ihren weit herum sichtbaren Masten und Bauten zur Selbstverständlichkeit. Ebenso die großen Bauwerke der Wasserkraftwerke oder die weit herum sichtbaren Wasserdampffahnen unserer AKWs. Das alles ist vergleichbar mit Windenergieanlagen, die uns sehr viel erneuerbare Energie liefern könnten. Etwa so wie im österreichischen Burgenland, das vor 15 Jahren die ersten 6 Windräder gebaut hat und bis Ende von diesem Jahr praktisch 100% des Strombedarfs aus Windenergie produzieren wird. Und das, obschon es flach ist, wie unser Seeland, und ursprünglich als ungeeignet für Windenergie bezeichnet wurde. Im Vergleich dazu haben wir mit unseren Bergen und den vielen Flüssen noch viele andere Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, dass statt den vielen Hochwasserschwellen neuartige, einfache Durchflusskraftwerke stehen, die weder die Fische noch das Geschiebe beim Durchgang behindern. Und auf der Aare schwimmen am Rande viele kleine Flusskraftwerke, die ohne feste Bauten wertvolle Energie liefern können. Aber das sind noch lange nicht alle technischen Möglichkeiten, um die kommenden Hindernisse auf dem Weg zum Gipfel zu überwinden. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verausgaben. Denn wir sind ja noch nicht mal in der Hälfte unseres Weges. Deshalb gilt es als erstes, möglichst effizient mit unseren Kräften umzugehen und diese zu schonen. So ist es auch mit unserer Energienutzung. Die können wir noch viel effizienter anwenden als bisher. Wenn alle Beleuchtungen nur noch mit effizienten LED betrieben werden oder durch ungelenktes Tageslicht ersetzt werden, haben wir immer noch eine komfortable Beleuchtung, benötigen aber nicht mal mehr halb so viel Strom dazu. Das Gleiche gilt bei Motor, Pumpen, Haushaltsgeräten, Unterhaltselektronik und überhaupt bei allen Stromanwendungen. Noch viel drastischer sind die Möglichkeiten zur Effizienzverbesserung im Bereich Mobilität und Gebäude. Stellen Sie sich vor, dass es nur noch Hybrid- und Elektrofahrzeuge geben wird. Egal, ob direkt mit Strom betrieben oder mit einer Brennstoffzelle.
All unsere Lärmprobleme im Verkehr wären gelöst und damit auch gleich sehr viel Energie gespart. Und der gesamte Gebäudepark wird mit erneuerbaren Energien beheizt. In den Städten vorwiegend mit Fernwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen und Holzkraftwerken. Aber auch große Solarkollektorfelder und Abwärmequellen können in die Fernwärme integriert werden. Die bestehenden Gasnetze werden genutzt, um das in Vergärungsanlagen produzierte Biogas zusammen mit dem synthetischen Methangas, das aus dem überschüssigen Wind- und Solarstrom produziert wurde, für kleine Wärmekraftkoppelungsanlagen zu betreiben. Noch besser ist die direkte Nutzung von Erdwärme aus 2 bis 3 Kilometer Tiefe, die direkt im Fernwärmenetz genutzt werden kann und je nach Temperatur sogar zur Stromproduktion verwendet werden kann, wie im Süden von Deutschland. Und wenn dann noch alle Gebäude mindestens auf den heutigen Neubaustandard saniert werden, werden wir nicht mal mehr die Hälfte der heutigen Wärme benötigen, egal wie viel wir noch neue Gebäude dazu bauen. Eigenheimbesitzer können ihren Solarstromüberschuss zur Speicherung in Pumpspeicherwerken gegen eine entsprechende Speichergebühr ins Netz liefern und ihn bei Bedarf wieder beziehen. So wie früher, als es noch keine eigenen Kühlschränke gab und man deshalb in einem öffentlichen Kühlhaus ein Kühlfach mieten konnte. Viele können sich das gar nicht mehr vorstellen. Meine Damen und Herren, mit diesen anderswo bereits heute realisierten Möglichkeiten können wir nicht nur die Ziele der Energiestrategie erreichen, sondern auch das ambitionierte Ziel der Energiewende schaffen. Wir müssen daran glauben und eine große und starke Gesellschaft bilden, die kontinuierlich Schritt für Schritt dem Gipfel entgegengeht. Ich bin überzeugt davon, und Studien belegen das, dass die Auswirkungen der Initiative und des Gegenvorschlages Bern erneuerbar auf die bernische Volkswirtschaft insgesamt positiv sein werden. Es gibt also auch andere Studien, und zwar von McKinsey, nicht gerade ein linker Verband. Es gibt auch ETH-Studien, die das belegen. Mit der Forcierung einheimischer erneuerbarer Energien wird die technische Innovation im Kanton Bern gefördert. Damit werden zahlreiche Arbeitsplätze erhalten und geschaffen. Den Vorsprung, den der Kanton Bern heute bei der Exportförderung im Bereich von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz hat, wollen wir bewahren. Immerhin ist es ein Drittel des schweizerischen Exports in diesem Bereich. Der nächste wichtige Schritt ist deshalb, die Energiewende in der kantonalen Verfassung zu verankern. Dies können Sie, meine Damen und Herren, liebe Bernerinnen und Berner, am 3. März mit einem doppelten Ja zu Bern erneuerbar an der Urne bestimmen. Also, werden Sie ganz persönlich ein Follower und kommen Sie mit auf die Bergtour zur Energiewende. Herzlichen Dank.